Ja, Freunde, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Lunar New Year oder besser gesagt zum Red Festival 2952, also 2022. Wir beginnen nun das Jahr des Affen tatsächlich in Star Citizen und ja, da gibt es einige Neuigkeiten, die ich euch gleich zeigen will. Wir haben auch ein Free-Fly-Event, was noch nicht aktiv ist, was aber auch bald kommt und viele andere Dinge. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und wir beginnen erstmal mit dem neuen Jahr. Jedes Jahr im Januar beginnt das Ganze hier oder Ende Januar. Es ist jetzt heute aktiv hier zum Aufnahmezeitpunkt zum 31. Januar und läuft bis zum 15. Februar, also genau 2 Wochen. Das Ganze ist quasi chinesisches Neujahr in Star Citizen. Das heißt, ganz im Sinne von dem roten Farbschema so ein bisschen gemacht. Hier ist auch das Äffchen drauf, weil wie gesagt das Jahr des Affen nun gestartet ist. Wir hatten letztes Jahr das Jahr des Schafes oder das Jahr des Widders, bin mir gar nicht sicher. Und da gibt es wie immer, oder eigentlich gar nicht wie immer, sondern wie auch schon im letzten Jahr, das wird sich wahrscheinlich jetzt etablieren über die nächsten Jahre, dass das so ein regelmäßiger Feiertag ist, diverse schöne Dinge, die ihr hier schon auf dem Bild seht. Ihr könnt auch hier, wenn ihr, ich verlinke euch das unten im angepinnten Kommentar, wenn ihr euch für die Lore dahinter interessiert, hier mal reinschauen. Steht nicht allzu viel drin, aber manche sind ja sehr Lore interessiert, da mal schauen, mit einem DeepL kurz übersetzen und mal fix durchlesen. Würde jetzt hier einfach den Rahmen ein bisschen sprengen, auch wenn es, wie gesagt, nicht so viel ist. Wir haben 2 neue Skins, wobei das hier gilt natürlich für alle Constellation-Varianten, also Rot-Gold wieder, wie auch schon im letzten Jahr, wie ihr auch in dem kurzen Video gesehen habt. Das Video übrigens ist vom letzten Jahr, also dieses Jahr gab es kein neues. Wir haben darüber hinaus diese roten Umschläge, die ihr finden könnt. Er hat jetzt hier einen aufgehoben bei einem Außenposten. Habe ich nicht die Zeit gehabt nachzugucken, ob da wirklich welche liegen. Aber es liegen welche in den Hauptstädten. Also Lorville, Area 18, auf der Grimhex gibt es auch was zu finden. Sind aber, wo wir im Stream geschaut haben, sehr, sehr wenige nur da gewesen. Und es hat sich nicht wirklich rentiert. Es kann aber sein, dass das noch geändert wird oder dass es aktuell ein bisschen rumbuggt. Es ist halt Star Citizen. Also mal gucken, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ein Umschlag ist 500 Tacken wert. Könnt ihr einfach beim normalen Administration Office verkaufen. Denkt dran, nicht zur Börse, sondern zum Admin Office. Und könnt euch da so ein bisschen Startgeld holen. Es ist schon nicht schlecht. Ne? Gerade für Einsteiger auf jeden Fall eine gute, angenehme Geschichte. So, kommen wir zu den Echtgeldgeschichten. Da haben wir, wie gesagt, diese neuen Skins. 2 Stück sind es an der Zahl. Die Saber bekommt einen rot-goldenen Skin und alle Constellation-Varianten. Also die Taurus, die Andromeda, die Aquila und die Phoenix. Ihr seht hier den Preis, rund 10 Euro für die Saber und ungefähr 12 Euro für die Connies. Der passt sich automatisch im Schiff an. Ne? Also ihr könnt dann quasi, wenn ihr ihn einmal kauft, habt ihr ihn einmal im Spiel und müsst dann auswählen, auf welche Constellation er drauf soll. Wenn ihr davon 2 Stück kaufen würdet, theoretisch, dann könntet ihr auch 2 Constellations parallel equippen, müsst ihr aber nicht machen. Das Gesamtpackage kostet hier 18 Euro, also ist ein kleiner Rabatt von ungefähr 3 Euro drauf. Lohnt sich, wenn ihr beide Schiffe eh habt, auf jeden Fall. Und wenn ihr die Skins haben wollt, sind auf jeden Fall sehr, sehr schick. Schaut gerne mal in den Stream rein. Wenn ihr dann online kommt auf YouTube oder wenn ihr bei Twitch eh seid, dann habt ihr das VOD. Da haben wir uns alle Skins angeschaut, denn CRG hat mir alle Raumschiffe, also alle Constellations und die Saber inklusive Skin zum Zeigen zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich konnte mit euch alle Skins mal ordentlich im Spiel angucken. Ich blende euch hier auch so ein paar Sachen dazu ein, dass ihr es auch mal kurz gesehen habt. Aber wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann einfach mal in den Stream reingucken. Es ist ja eh nur ein Skin. Außerdem sind auch sämtliche Schiffe, die diesen Skin haben, zum Kaufen verfügbar. Naja, nicht ganz sämtliche. Wir haben die, natürlich die Saber für 193. Wir haben die Taurus mit dem Skin für 217. Die Andromeda mit Skin für 271. Und die Kila mit Skin für 347. Das sind die regulären Preise. Ihr seht, hier geht es nicht weiter. Das liegt daran, die Phoenix ist ja limitiert. Die ist hier auch nicht extra freigeschalten. Das heißt, ihr könnt euch nicht die Phoenix hier freikaufen in diesem Event quasi. Das ist ein bisschen schade. Hätten wir ja vielleicht eine Handvoll davon raushauen können. Aber andererseits ist es ja auch nur ein kleines Event. Insofern gar nicht so tragisch. Das heißt, ihr habt auch so einen kleinen Mini-Rabatt sozusagen mit dabei. Was ein bisschen cooler nochmal ist, ist die Warbond-Upgrade-Geschichte. Da könnt ihr hier beispielsweise auf die Aegis Sail upgraden oder auf die Constellation Andromeda. Zeige ich euch mal ganz kurz, die sind nämlich rabattiert. Die Saber ist um 10 Dollar vergünstigt, kostet eigentlich 170 Dollar plus Steuern, ist rabattiert auf 160 Dollar mit Steuern. Und ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, wieder für Warbond-Ketten, wer das machen möchte, hier einfach ein Upgrade holen von der Prospector.
auf die Saber, dann habt ihr euch diesen Warbond-Rabatt gesichert, diese 10 Dollar Rabatt, ne? Weil jetzt halt ja nur ein Fünfer. Und dann könnt ihr das irgendwann im, weiß was ich, im nächsten Anniversary-Event oder im Mai bei Invictus mit verwursten und dort in Warbond-Ketten mit einbauen. Das kann Sinn machen, muss aber nicht. Wenn ihr sagt, Saber will ich vielleicht irgendwann haben, bin mir aber unsicher, einfach den günstigeren Preis hier damit einmal sichern, ist auch kein Problem. Bei der Constellation haben wir einen Rabatt von 15 Dollar. Ne, seht ihr hier? Warte mal, ich mach mal kurz die Dings hier weg. Andromeda. So, 240 kostet ihr eigentlich, rabattiert auf 225. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich nochmal die Constellation Andromeda zum ehemaligen Preis bekommen. Ne, die wurde ja teurer, leider. Mit dem Taurus-Release haben sie den Preis angehoben auf 240. Hier nochmal zum originalen Preis quasi erhältlich. Hier wäre es genauso möglich, ein Upgrade sich zu sichern. Ich weiß gerade gar nicht, von welchem Schiff das jetzt Sinn machen würde. Auf jeden Fall könnt ihr es machen von einer Saber, von einer Kartual theoretisch, müsste auch gehen. Prospector geht auch. Ja. Müsst ihr euch mal überlegen, was euch da besser gefällt. Aber ist auf jeden Fall auch ein ganz netter Rabatt. Könnte man auch später für Warbond-Ketten wieder benutzen. So, und dann gibt's auch nochmal darüber hinaus die alten Skins, die ihr im Video gesehen habt. Also für die Nomad und für alle Freelancer-Varianten. Die zeige ich jetzt nicht nochmal im Detail, weil die kennen wir schon vom letzten Jahr. Sind schöne Skins. Also gerade die Freelancer-Dinger gefallen mir richtig gut. Die passen sich auch wieder der Freelancer-Variation an. Die sind ja alle immer so ein bisschen anders von der Optik her, so ein kleines bisschen. Und da sieht man das ganz gut. Gerade die Miss gefällt mir da wieder besonders gut mit dem rot-goldenen Skin. Also das ist das gleiche Farbschema. Aber hier habt ihr zum Beispiel im Kleinen seht ihr das, den Widder drauf. Ne? Oder Ziege oder weiß nicht, was das für ein Tier ist. Auf jeden Fall ein anderes Zeichen drauf. Bei den Constellations hier ist halt ein Äffchen drauf. An mehreren Stellen oder auch bei der Saber ein kleines Äffchen, wie ihr es auch schon gesehen habt. So, und dann läutet CRG das Jahr der Hull ein. Also hier unten. Und da sind alle, naja, nicht ganz alle. Es sind die Hull A, B, C und D verfügbar zum Kaufen. Zum normalen Preis. Das heißt, der Preis, der letztens beim Anniversary Event auch ja, der wurde ja da leicht erhöht, ne? Wobei leicht wurde schon ziemlich stark erhöht tatsächlich. Könnt ihr euch hier kaufen. Da will ich darauf hinweisen, das wird das vermutlich das letzte Mal sein, dass ihr eine Hull A oder Hull C zu diesem Preis bekommt. Diese beiden Schiffe hier werden mit Sicherheit teurer werden, denn die Hull A kommt mit 317 Flight Ready. Ja, weisen es auch hier oben nochmal darauf hin. Und die Hull C mit 318, glaube ich, ein Patch später, irgendwie so. Je nachdem, ob sie es nochmal verschieben. Also die ist ja auch gerade in der Greybox schon. Teilweise schon finale Art. Das heißt, ne, wer die unbedingt haben will, der sollte sich hier nochmal umsehen und vielleicht über zumindest mal sich ein Upgrade holen. Das könnt ihr ganz einfach machen. Einfach hier Hull eingeben. Ist zwar nicht rabattiert extra, aber ihr könnt zum Beispiel sagen, komm, die Hull C, hole ich mir ein Upgrade. Beispielsweise von einer, was könnte man da nehmen, von einer Caterpillar oder so, ja, oder Caterpillar Pirate, die könnt ihr euch ja jederzeit holen, theoretisch jedenfalls. Eine Mole ginge auch, ne, die ist auch immer verfügbar. Und dann habt ihr euch diesen Preis hier nochmal gesichert und euch kann egal sein, wenn ihr irgendwann teurer wird, wenn ihr dann sagt, so, jetzt will ich sie haben, dann kauft ihr euch einfach eine Mole, ganz normal, nutzt das Upgrade und habt die Hull C zum jetzigen Preis. Das ist der Vorteil. Geht auch bei den anderen Varianten, kann ich hier nochmal ans Herz legen, für die, die das Schiff haben wollen. So, ansonsten ist zum Red Festival nicht allzu viel zu sagen, ihr habt alles gesehen. Wie gesagt, schaut mal in den Stream gerne rein. Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach in den Kommentaren oder auch gerne am Mittwoch im Roadmap-Update-Stream, denn am Mittwoch kommt das neue Roadmap-Update. Nun soll es ja wirklich dann soweit sein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was sie da an Änderungen bringen und was sie verschieben oder vielleicht auch neu hinzufügen. Wird auf jeden Fall interessant, genauso wie der Rest des Monats Februar. Wir haben einiges vor in diesem Monat, da ist viel geplant. Deswegen will ich es hier auch nochmal ganz kurz mit aufnehmen für euch. Wir haben aktuell jetzt spielbar den ganzen Februar über die 3.16.1. Das ist klar, die neueste Version, die nochmal ein kleines Update bekommt, spätestens am Donnerstag. Am Donnerstag ist nämlich Xenothreat, eine wunderbare Möglichkeit, wieder Geld im Spiel zu verdienen, das Spiel mal richtig ordentlich zu spielen, mit großen Raumschlachten gegen eine Idris, mit der Javelin, mit allem drum und dran, pipapo. Werden wir auch am Donnerstag im Community-Stream spielen, da habe ich mega Bock drauf. Also am 3. Februar, also am Donnerstag geht das los. Ich weiß nicht, wie lange es dann läuft, aber würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Ebenfalls im Februar steht da das Hoverquad an, wo schon einige darauf hingewiesen haben, dass es wohl eventuell doch was kosten wird. Naja, wir werden sehen, es gibt noch keine Infos dazu, lassen wir uns überraschen. Es wird irgendwann im Februar auf jeden Fall kommen und da werden wir alle schlauer sein und gucken, was CRG hier für eine Entscheidung trifft, ob sie es verschenken, was ich gut finden würde, ne, wegen 400 Millionen Pledge Reward oder so. Oder ob sie sagen, nö, verkaufen das, wir werden es merken. So, Red Festival haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir haben auch das Liebe liegt in der Luft Festival, also das Cora Moor, wo es hier die Hornet Heartseeker gibt und Valentine's Day Karten und pipapo, auch im Februar. Und auch Jumptown wird irgendwann nochmal zurückkehren, vermutlich mit Alpha, mit dem 17. Februar, denn da ist Freefly. Hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass wir jetzt im Februar wieder ein Freefly-Event haben, mit einem Referral-Bonus. Das heißt, alle, die das Spiel sich noch holen möchten, die können sich das überlegen, das hier dann ab dem 17. Februar vielleicht sogar vergünstigt zu machen. Das weiß ich nicht, ob sie vergünstigte Game-Packages anbieten. Möglich wäre es. In jedem Fall gibt es einen Referral-Bonus. Dazu einfach den Link unten, der angepinnt ist, dann benutzen und dann das Spiel damit holen. Und dann kriegt ihr diesen Referral-Bonus hier, diese Rüstung. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ne? Und die Waffe dazu for free. Und ja, werden wir mal gucken. Es wird hier nochmal einige weitere Infos geben, welche Schiffe freigeschaltet sind, aber ich schätze mal, das Bild sagt schon genug aus. Eine Aurora wird dabei sein, eine Cutlass Black, eine 100i und eine Prospector zum Mining. Und das Ganze eben dann gepaart wahrscheinlich mit Jumptown. So ganz genau, wie gesagt, kann man es noch nicht sagen, wann das jetzt, an welchem Tag genau ist, aber ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall wird es in diesen Zeitraum reinfallen und ich schätze mal, das Freefly-Event wird bis Ende Februar gehen. Ne? Also den ganzen, also den halben letzten Februar bis zum Schluss. Das ist mal so der Plan für den Februar. Also nochmal kurz zum Plan vor allem von dieser Woche. Mittwoch, Roadmap-Update, ab 19 Uhr dann bei mir auf Twitch. Mit allem drum und dran. Am Donnerstag Xenothread, dann ist Wochenende, da haben wir auch unsere drei Streams mit allem Pipapo. Und dann werden wir uns hier entsprechend bei allen anderen Dingen nach CRGs Plan richten, wann der ganze Kram ist. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Sammeln der Packages hier, bei dem, wo ist es jetzt hin? Jetzt ist es weg. Da, beim Red Festival. Nutzt es ruhig, ne? Kann nicht schaden, mal ein bisschen auf die Spur zu gehen, nach diesen Päckchen das Jahr des Affen zu feiern. Übrigens haben wir auch herausgefunden im Stream, es ist tatsächlich das Jahr des Affen. Wenn wir im Jahre 2952 wären, da ist tatsächlich Jahr des Affen. Insofern passt es also storytechnisch absolut 1:1 mit dem echten Leben überein, nur halt einige hunderte Jahre in der Zukunft. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder zum Roadmap-Stream um 19 Uhr auf Twitch. Macht's gut und bis dahin. 65 degrees, last time I down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?